Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Guild Wars 1 mit Evil Anton, mit Simichael Wonderbra und mit Alex, der jetzt gerade so geschockt ist, dass er nichts sagen kann. Ja, wunderbar. Ich sag übrigens deinen Spielnamen nicht, weil ich ihn bestimmt wieder falsch ausspreche. Ja, wir befinden uns bei der nächsten Mission. Wie heißt sie? Eishöhlen der Betrübnis. Jawoll. Eishöhlen der Betrübnis ist eine ziemlich heftige Mission mit heftigen Zielen und heftigen Aufgaben. Übrigens die erste in den südlichen Zittergipfeln. Ab hier wird es jetzt richtig schwer. Wir haben eigentlich gar keine Chance. Wir machen es nur so zum Spaß. Ja, auf geht's. Wir sind da. Ogo, ogo. Ogo, ogo. Ich hätte gern ein bisschen Story, weil ich überhaupt keine Ahnung habe, worum es hier geht. Also, wir sind jetzt in den südlichen Zittergipfeln angekommen und uns wurde ja dann mitgeteilt, oh, wartet, zurück, 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 da kommen gerade die, wie hießen sie denn, Mursat, und wir haben noch keinen Schutz gegen die. Also, die Evenia wurde vom Weißen Mantel festgenommen und wir wollen sie retten. Und was ihr gerade gesehen habt, wir sind ein bisschen zu früh losgelaufen. Normalerweise laufen die Mursat diesen Weg hier entlang und da kommen wir gar nicht zu denen hin. Sie besitzen nämlich einen Skill namens Spektralqual, der, wenn man seine Rüstung nicht vorher imprägnieren lassen hat, was wir in einer späteren Mission machen, extrem viel Schaden machen. Ich glaube 100 Lebenspunkte pro Sekunde entfernen und das über mehrere Sekunden hinweg. Und das tut einfach nur Aua und ja. Ja, das Problem ist halt, dass man erst in der späteren Mission diese Imprägnation bekommt. Das macht es ein bisschen heftig. Ja, deswegen sollte man halt versuchen, jeden zu umgehen, den man umgehen kann. Man kann aber, glaube ich, nicht alle umgehen, oder? Das kommt drauf an. Wir haben dann... Ich weiß nicht mehr, ob da die Jadebogenschützen da standen, was auch so Mithelfer sind der Mursat. Oder wurden die von denen geschaffen, das weiß ich jetzt gar nicht so richtig. Auf jeden Fall durften die, glaube ich, nicht die Spektralqual haben, um den Bonus zu machen. Nee, kein Wurm. Achso, nee, stimmt. Da schießen so Dinger. Jetzt dachte ich schon, da kommt ein Wurm raus. Ich hasse Würmer in diesem Spiel, weißt du das eigentlich? Weil die zu Boden werfen? Rettet mich, ihr Mönche. Wir sollten hier vielleicht rausgehen, ne? Ich stehe schon draußen, falls ihr das nicht seht. Okay. Ja. Oh! Habt ihr mich sterben lassen? Ich noch nicht. Ja, das war auch ein bisschen grober Gruppendamage hier. Ja. Also, okay, unser nächstes Ziel ist jetzt eigentlich hier über diese Brücke zu laufen. Aber diese Kanonenschüsse würden uns töten, bevor wir drüben angekommen sind. Deswegen müssen wir die jetzt erstmal deaktivieren, indem wir die Leute umbringen, die das Teil betätigen. Diese Kanonenschüsse drüben sind, glaube ich, One-Hit, oder? Also, da. Ja. Die sind dort, also, die ziehen nicht viel ab, sondern die machen dich tot. Egal wie geschützt du bist und so weiter, die machen dich einfach tot. Ja. Fies, oder? Das damals. Damals, als der überlebende Titel wirklich so gewesen ist, ja, du hast einen Versuch und dann war es das gewesen. Da war das sehr schön gewesen, habe ich mal ein paar Freunde hier begleitet, wir haben die deaktiviert und durch irgendeinen Bug sind wir dann plötzlich trotzdem alle umgekippt an der Stelle. Oh, ist das obwohl mies. Wir das deaktiviert hatten und da war ihr überlebender Titel weg. Das war schon sehr ärgerlich. Autsch. Kommt ja, drauf ja. An, die, kommt die guten an, Zeiten, sie als sind. Die Titel noch schwer zu erreichen waren. Mhm. Ich meine, so schlimm ist es ja auch nicht, wenn man keine Ahnung, so weit ist, war ich, wie ich mit dem Titel. Wenn die kurz vorm dritten sind, das ist natürlich blöd. Ja, na dann war's das gewesen, dann haben die da festgesessen. Beziehungsweise es wurde ja dann auch erst viel später reingepatcht, dass man den sozusagen nachholen kann, dass man so und so viele EP
nur nicht sterben darf. Und vorher war es halt wirklich gewesen, man darf überhaupt nicht sterben und muss bis die und die EP-Zahl erreicht haben, damit man dann den Titel bekommt. Ja, also Leute, früher war es wirklich so, einmal tot, Titel unerreichbar. Und jetzt ist es halt so, dass nur die Erfahrungspunkte mit dem Tod resettet werden. Ja, finde ich ein bisschen, naja, langweilig. Das ist genauso wie der legendäre Verteidiger von Ascalon, der ja dadurch erleichtert wurde, dass man dann Quests ins Tutorial gebracht hat, die dann genug Erfahrungspunkte gebracht haben bis zu Stufe 20. Vorher war es nämlich da auch so gewesen, dass man dann die Gegner in einem bestimmten Gebiet zu einem Wiederbelebungsschrein rangezogen hat. Death Leveln hat sich das genannt. Und hat sich immer wieder von denen töten lassen und die Gegner haben nämlich dann auch Erfahrungspunkte von einem Spieler bekommen. Und wenn sie einen dann immer und immer wieder töten, weil man ja da respawned ist, sind die dann irgendwann Level 20 gewesen. Höher geht's nicht, wenn du auflevelst in Guild Wars. Und dann hat man halt die Level 20er getötet und hat dann dadurch so 6-7% von seinem nächsten Level bekommen. Echt, konnten die Gegner auch nicht höher wie Level 20 sein, weil Gegner können ja über Level 20 sein, ne? Ja, aber das geht nicht, wenn sie nachleveln. Das geht nur, wenn sie schon so ins Spiel gesetzt wurden. Ah, okay. Und zack. Kaputt. Oh, oh, Panik! Kaputt, Hilfe, Hilfe! 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 Oh, oh, nein! Ich hab Angst, ich hab Angst! Ich renne jetzt total im Kreis und dann erst weg, weil ich realistisch bin und so. Naja. Die Videosequenzen sind nicht unbedingt das Realistischste in dem Spiel. Dafür gibt's hier Videosequenzen. Ja, und jetzt können wir drüber rennen, vielleicht. Na, wenn der Bug nicht wieder da ist, aber es scheint ruhig zu sein diesmal. Wobei, das haben wir halt, wie gesagt, letztens auch, da, damals auch gedacht und waren dann kurz vor Ende und plötzlich alle tot. Ja, also. So, wer macht jetzt Versuchskaninchen? Ach, ich mach das. Ah, passt alles. So. Was ist hier drin eigentlich der Bonus? Das weiß ich gar nicht mehr. Dass wir einen Zwerg befreien und eine Nachricht an einen anderen Zwerg bringen. Zwerge schon wieder. Abzugshebel. Die guten Zwerge, nicht die bösen Zwerge, die wir jetzt immer töten. Da wurde was gepult. Ja. Ja, und wer darf's ausbauen? Wieso machen wir den denn mit? Brauchen wir den denn mit? Brauchen wir nicht mitmachen. Ja, ich habe keine Ahnung, der Alex ist hier der Experte, der weiß, welche Gegner und welche Gegnergruppen und wohin man muss, für welchen Auftrag und Quest und so weiter. Das weiß der alles viel besser wie ich. Ja, meine Freunde, wie geht's euch denn so? Ihr seid so still. Hallo? Gut, was ist das für eine Antwort? Gut. Hey, Samek, ich habe einen Witz. Erzähl. Und zwar, was ist die einzige Tracht, die am Preisen steht? Puh. Soll ich dir sagen? Ja, schieß los. A Tracht Prügel. Okay, mit ihm habe ich sehr gerechnet. Der ist gut, gell? Ja, den hat mir Ingo letztens erzählt. Sau geil. Entschuldigung an die zwei Nicht-Bayern jetzt. Ich habe den auch nicht verstanden. Echt? Ist besser so. Passt. Ich habe irgendwie was verstanden von, was ist die einzige Tracht, die, das habe ich dann nicht verstanden und dann war es ein Trachtprügel. Genau, am Preisen. Was ist am Preisen? Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. ist ja auch egal. Preise ist eigentlich für ein Bayern alles, was nicht aus Bayern kommt. Kann man so sagen, oder? Ja, especially Nordostdeutschland. Ja, also eigentlich ist ein Preis, einer, der aus Preußen kommt, aber das hat sich für Bayern etwas erweitert und alle, die nicht keine Bayern sind, sind sauber. Jetzt nehmen wir bitte alle, die keine Angriffswaffe nehmen, also was wir alle sind, weil wir alle Zauberwürger sind, haha, so ein Fass mit in die Hand.
Wir müssen nämlich jetzt die Türen aufsprengen. Mach doch nicht gleich ein Fass auf. Indem du diese Zwergenpulverstation einfach angeredet hast, die da so mit der gelben Schrift. Es dauert kurz. Hoppen wir kurz dauert. So, wer legt als erstes sein Fass? Wir müssen es. Hey, dein Fass ist viel größer, Alex. Ja, ich bin auch viel stärker als. Meiner ist größer. Hallo, ich hätte. Kleine Mönchin. Wer soll sein erstes ablegen? Leg du mal deins ab, du könntest die extra Energie bestimmt mehr gebrauchen als die anderen von deinem Stab. Ich hab's hingelegt, passiert nix. Ja, warte mal. Oh, mein Bein! Hallo? Halt ich doch. Nein, das ist ein Bruch und keine Verletzung, deswegen hab ich Pech gehabt. Bist du von Heiler? Ach so, Zustand entfernt, stimmt. Ich heile den Zustand Fuß gebrochen. Vielleicht verkrüppelt? Kann ich eigentlich auch Heiler, also im Spiel auch AIDS und Krebs und so Zeug heilen? Ich glaube, in dieser Fantasy-Welt gibt es kein AIDS und Krebs. Ja, aber wenn, dann wäre es doch voll cool, wenn ich so Zustandsbesserer bin. Ja, unter welchem Zustand leidest du? Oh, AIDS. Ja, hier Zustandsbesserung. Hey, cool, geil. Sex mit jedem. Dann wären wir wieder in den 68er Jahren und würde jeder mit jedem vögeln. Dann würde aber auch gar kein AIDS mehr existieren, weil alle geheilt sind und es keine Ansteckungen mehr gibt. Nein, Arschlöcher werden nicht geheilt. Die machen sich selber zweitklasse Mönch und Mönch und heilen sich dann selber. Das geht auch, scheiße. Achso. Das ist blöd. Du. Was denn? Ich weiß nicht, ob das richtige Thema ist, was wir jetzt hier besprechen sollten. So. Ja. Doch. Oh, da unten sind Mursatz. Weg, Leute, weg. Warte mal. Ich weiß nicht, waren das die, die wir jetzt töten mussten? Nee, das war nicht die. Das war nämlich die, wo wir. Also das war jetzt die Gruppe, wo ich vorbeilaufen wollte. Hier ist dann hinten noch so eine Gruppe, wie man hier sieht. Und da wären, wenn wir die Tür gesprengt hätten, wären wir hier bei den Mursatz rausgekommen. Da müssen wir aber nicht hin für den Bonus. Für den Bonus müssen wir eins weiter. Genau. So. Weißer Mantel Eiferer. Die. Ja, schön, ne? Wieder Nostalgie, Guild Wars 1 und so. Was haltet ihr davon? Irre, ne? Ja, also mir macht das Spaß. Wenn ich genug Leute hätte, die das öfter mit mir spielen würden, dann würde ich das auch öfter spielen. Ja, wie zum Beispiel Alex, Ines, also nicht Alex, aber Ines, Simaik und Blackie, ne? Also hier sind wir jetzt bei diesen Jade-Rüstungen, die halt... Wow, die machen ja Damage. Auch Spektralqual machen. Okay, wie ihr gerade bei Blackie gesehen habt, das Scheiße. Ist Spektralqual. Ja, ich hab sie nur viermal abbekommen. Autsch. Ich dachte, die haben das nicht. Autsch. Ich wusste es nicht mehr, ob die das auch haben oder nicht. Es tut auf jeden Fall sehr weh. Ja, also, Simaik, hör auf zu heulen, Mann. Du lebst ja noch. Kleiner Pisser hier. Meine Güte. Ja. Ich bin gestorben und nicht du. Oh. Lootsperre für dich. Hier, da kommen noch mehr Mursat. Ja, wartet, bleibt mal hinten. Ich lasse es einfach machen. Die sind imprägniert. Weißhelden sind. Ja, das war die Spektralqual. Keine Chance. Zum Thema bleib mal hinten. Meine Helden machen das. Keine Chance, mich gegenzuhalten. Ach, warum habe ich nur vorher den Link gepostet? Welchen Link? Zu der Mission. Wieso? Wir gehen hier einfach durch und machen alles solo. Ja. So, jetzt legt Simaik hin. Also der Vorteil nämlich von diesen Helden, diesen NPCs, die ich mit mir rumschleppe, wie selbst Talkora, die man halt selber skillen kann, ist, dass die schon als imprägniert zählen, auch wenn der eigene Charakter es nicht ist. Was? Deswegen kann man die schön vorschicken und die machen dann die Mosa-Tür. Ja, das konnte man in Prophecies nicht. Nee, das konnte man in Prophecies nicht, aber dadurch, dass wir sowieso das abgelegt haben, dass wir das Spiel oldschool machen wollen. Wer hat das abgelegt? Na, du. Nein. Schon allein dadurch, dass du mit Level 1 eine Elite hattest. Eine was? Eine? Eine Elite. Achso, Folianten gab's auch nicht, oder wie? Das ist ja selbst, ich glaube, die sind erst auch später gekommen, weil der Hard-Mode erst viel später reingekommen ist und mit dem... Ja, Moment, aber der Hard-Mode ist noch zu Prophecies gekommen. Ja, aber trotzdem erst viel später und das hat dann schon gar nichts mehr mit Oldschool zu tun. Hallo? Prophecies an sich ist noch Oldschool. Jetzt haben außerdem wir auch noch das hatte ich das wir müssen nämlich mit Ronak Stormslage reden für den Bonus.
Ich sitze schon wieder fest. Ich habe nach einem geheimen Durchgang gesucht, um mich an diese Dämonen anzuschleichen. Es hat aber nicht funktioniert. Hamdor Grandax sollte einen Trupp anführen, um mich zu retten. Sagt ihm, wo er mich finden kann. Er wird sich dann darum kümmern. Es ist nämlich der gleiche Zwerg, den wir schon mal gerettet haben in dieser einen Mission in den nördlichen Zittergipfel. Na, so ein dummer Zwerg. Immer ja, wieder. Der hat sich wieder verlaufen. Ich kann jetzt nicht mehr sagen, ob es das Frostro oder Bolis Pass war. Eine von beiden. Bolis Opfer. Ich glaube, das ist. Das war. Ich glaube, das war Bolis Pass, glaube ich eher. Weil Bolis Pass war doch das mit den ganzen Türen, die man aufmachen musste, ne? Und mit den, ja, das mit den Türen musste. Aufmachen war aber dann das gewesen, wo wir diesen Draken töten mussten, diesen Lindwurm. Das war da der Bonus gewesen. Und in der anderen Mission war es halt, dass wir den Typen gerettet haben und dann diesen Ramborg. In unserer Lieblingsmission, wo wer gestorben ist? Prinz Rurik. Oh, der arme Pisser. Ja, und wir hatten zum Beispiel Glück, weil mir ist es schon tausendmal passiert, dass ich da hingegangen bin und der Typ saß nicht in seinem Käfig drin. Echt? Ja. Der hatte sich da halt einfach nicht verlaufen und ich konnte dann den Bonus nicht machen. So, und jetzt tun wir schön schnell hier so langlaufen, weil Morsad und so weiter hier drin patrouillieren. Und wir laufen einfach hier so schön in diese Eishöhle rein und töten dann die Weißnette. Nein. Ja, schön, ne, Simon? Schön schnell sei, Mike. Gut machst du das. Die kommen schon nicht. Ja, also die kommen schon jetzt nicht. Aber dann zu einem späteren Zeitpunkt wäre es nicht das Verkehrteste, wenn wir da ein bisschen aufpassen, dass wir nicht in die reinrennen. Weil wir sind hier in Guild Wars 1 mit den Missionen, wenn man tot ist, ist man tot. Man wird nicht wiederbelebt. Ja. Anders als wenn man in einem Gebiet ist. Ja, ist hier nicht so wie in WoW. Oh, wir sind beim Boss gestorben, lass uns nochmal 15 andere Tries machen. Nein, hier muss man noch aufpassen. Ne? So. Ja. Zuschauer, ja. Ich hab so viel Guild Wars 2 nicht gespielt, dass ich das nicht wüsste. Langsam werden die Gegner halt auch anspruchsvoll. Langsam. Aber wir sind doch im Normalmodus, also nein. Ja. Du bist schon umgekippt, mehrmals. Ich bin heute auch schon umgekippt. Deine Helden. Ach, blöde Helden. Warum habe ich auch Meloni mitgenommen? Ich war jedes Mal. Das ist sehr klar. Du brauchst ja, jemanden, der die Gruppen zieht. Ich habe leider noch nicht so viele unterschiedliche Helden. Und deswegen. Ich will nicht so viele Nekros einpacken. Nee, dass sie dann noch Simak seine Leichen klauen. Ja. Ja, der Einzige, der Leichen vergewaltigt, ist Simak. So, wir brauchen jetzt wieder zwei Fässer, es sei denn, Evil Anton hat es noch in der Hand. Natürlich, hat ja Gena gesagt, dass es wegtun soll. Dann haben wir nämlich noch eins. Brauchen wir noch eins. Und zwar. Hier hinten ist wieder eine Zwergenpulverstation. Blackie, komm mit. Die schreien derzeit eh nur um Hilfe. Ich kann hier warten, ne? Ja. So, Fässchen aufnehmen. So. Mach doch nicht gleich ein Fass auf. Da. So, es legt noch keiner ein Fass hin, weil wir müssen das jetzt in einer speziellen Reihenfolge machen, weil sobald wir jetzt hier dieses Tor von den Gefangenen aufgesprengt haben, kommen die Morsad und alle möglichen angerannt zu. Deswegen sprengen wir zuerst hier dieses Tor auf, was unsere Fluchtmöglichkeit ist. Du filmst das alles schön, Blackie, für die Leute, die halt interessiert, dass wir jetzt dieses Tor erst aufsprengen und du auch. Ja, Leute, guck, das Tor hier zuerst und dann das. Ja, können wir ein bisschen hinmachen? Bitte, da kommen nämlich rote Punkte. Rote Punkte hier, jetzt, grüne Punkte da, Kampf hier. Kann ich? Ja, kannst du. Oh nein! Im schweren Modus empfiehlt sich das auch hier, diese Sequenz dann zu überspringen. Wobei, da hat man die Rüstung ja schon imprägniert. Wir sitzen fest. Bringt Elenia nach Osten. Die Deldremor-Zwerge dort nutzen vereiste Wasserwege zum Transport. Vielleicht findet ihr ja eines ihrer Eisschiffe. Nur kalt. Josmarat. Da steht sie die Schreiberl auf. Nehmt meinen Bogen. Dort, wo ich hingehe, werde ich ihn nicht brauchen. Hübsches Gesicht. Zum bitteren Ende. Wie die Minions von Psy-Mike einfach mal diesen tragischen Moment total kaputt machen.
Also die Saitra hat sich jetzt für uns geopfert, dass wir entkommen können mit der Evenja. Fail of the Day. Seht ihr, wie sie gerade an der Spektralqual stirbt? Sie sollte sich vielleicht eine imprägnierte Rüstung holen. Ja, jetzt ist sie schon tot. Diese dumme Kuh. Ja. So, damit haben wir alles hier geschafft, was wir schaffen müssen. Okay, dann hören wir jetzt auf, oder wie? Ja, okay, ciao. Schließen wir jetzt alle Guild Wars. Die Gruppe greift mal an. Eine riesige Gruppe Mursat hier in der Ecke. Und hier ein schönes grünes Dreieck. Das grüne Dreieck ist unser Bonus-Missions-Fuzzi. Ich würde sagen, wir greifen jetzt an. Nein. Ja, greifen jetzt an. Nein, der Trick ist, wenn man zu einem bestimmten Punkt dieser Höhle gelaufen ist, so wie wir, dass die Mursat jetzt einfach hier schön langlatschen und wir dann hinten rum zu unserem Bonus-NPC hinbegeben, mit ihm reden. Und dann folgen wir denen langsam. Die laufen nämlich ganz langsam hier lang und werden immer schön von Zwergen angegriffen und bebombt. Und deswegen sterben die. Im Normalfall sollten sie dann sterben, dass wir nicht gegen die kämpfen müssen. Manchmal funktioniert das leider nicht und am Ende stehen dann immer noch ein paar da und die müssten wir uns dann lösen. Aber für den Fall haben wir ja ein paar Helden, die wir da einfach mal so weit schicken. Ich möchte mal nur Leroy Jenkins! Leroy! Jenkins! Kennt ihr das beide? Ja. Nein. Gut. Okay. Die Gruppe da vorne ist nicht nur schwer, weil es Mursat sind und wir keine imprägnierte Rüstung haben. Das sind doch auch noch alles Elementarmagier. Die Gruppe an sich wäre schon richtig grob. Wollte ich nur mal erwähnt haben. Also, die Gruppe ist hier evil. 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 Boah, sei mal heil mal deine Minions, was ist denn los? Kannst dein Pass ab. Die haben so eine Degeneration, da kann ich nichts mehr machen. So lahmarschig wie ihr seid. Ich heil dich hoch, Ogo, heil sie. Kannst dein Kass ablegen. So, hier steht Hamburg Randax. Ich brauche jetzt irgendeinen neuen Fleischkolem. Dem großen Zwerg sei Dank, ihr habt ihn gefunden. Bonus! Was über die Sache gewachsen ist, werden wir ihn rausschmuggeln. Was ist das hier für ein Tor? Mursa-Tor bestimmt. Ja. Das stört. Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, ob das in die Welt der Mursat hineinführt, weil die ja eigentlich in so einer Paralleldimension hausen, oder ob das ein Teleporter zu den Feuerringinseln ist, wo die ihre Hauptquartier aufgebaut haben. Gehen wir einfach durch, dann finden wir es heraus. Ich bin gerade durchgelaufen und es ist nichts passiert. Mhm. Das Tor scheint out of order zu sein. Also out of order. Oder es ist laut meiner Theorie ein einseitiges Dimensionsportal. Das funktioniert nämlich nur, wenn man in eine gewisse Richtung geht. Verstehst du? Aha. Das funktioniert nur in eine Richtung. Und was ist, wenn es Stargate ist und wir haben einfach nicht den Telefoncode, den wir brauchen? Nein, das ist die Matrix, ne? Das ist eine Telefonzelle eigentlich. Dann schreib die Matrix doch mal um. Tja, das ist erst ein Déjà-vu ist. Hey, ich hab doch vorher schon so ein Schießding gesehen. Nein, sie fallen in die Matrix. Hey, warum stehen die weißen Mantel? Achso, die weißen Mäntel sind ja gar nicht böse. Doch, die sind mit den Mursat verbündet. Das ja, nicht meine ich. Ich meinte, warum sich die nicht gegenseitig umgenatzt haben. Aber dann ist mir aufgefallen, ach, die mögen sich ja. Das sind richtig tolle Freunde und wir töten sie einfach. Und jetzt seht ihr gleich, eine Gruppe läuft nach rechts, eine Gruppe läuft nach links. Seht ihr? Links, rechts. Und eine Gruppe wird bebombt und die andere eben nicht. Genau. Und jetzt ausgedünnt. Und die gebombt diese, werden, sind diese Gruppe tot. Ist die gleich stirbt. Die andere Gruppe wird nicht bebombt. Das heißt, wenn die hier die Gegner tot gemacht haben, laufen wir hier lang, weil wir ja auch nicht bebombt werden wollen. Kann es sein, dass ich den Bonus bekomme von den Bossen, die töten? Ja. Ihr Deppen. Ui, wo schießt? Das ist total bescheuert, die Munitionsverschwendung. Schau mal, die sind so da. Ich schieße ins Nichts und. Ui. Ich hab nichts getroffen. Wieso? Also den Mursat, den ich ausgewählt habe, der hat jetzt nur noch 10% Leben. Der nein, der rechts da. Tot. Guck da, wo ich hinschau. Ich schieße nicht wieder. Ach so. Ja, ich schieß mal einfach dahin. Guck mal. Das ist keine Munitionsverschwendung. Also wie ihr gerade gesehen habt, die Gruppe hier ist jetzt verschwunden und tot. Simon kann hingehen und sich Minions da machen, wenn er Lust hat. Die Leichen auch benutzen. So, wir spielen jetzt eine Runde. Läuft weiter.
Wir spielen jetzt eine Runde Tic-Tac-Toe. Keiner spielt mit. Ihr seid kacke. Ja, weil wir eigentlich auch ein bisschen Niveau behalten wollten. Ja, genau, das wäre der erste Part mit Niveau. Da brauchen wir jetzt nicht anfangen. XD. Peniskopf. Penis. Was ist dein wie sah denn dein Peniskopf aus? Ich hab keine Ahnung. Niveau. Ines, lach doch mal. Hahaha. Denkt dran, Leute, Niveau ist keine Handcreme. Oh, die bekommen voll aufs Maul. Und. Oh nein, die überleben es. Noch ein Schuss. Los, Feuer halt, du dummes Schiff. Oh nein, es haben zwei überlebt. Es schaffen die Geister. Aber ich glaube, wir können unten rumgehen, oder? Ich glaube, wir müssen sie. Also ich würde da, ich wäre dafür, dass wir halt so viel von den Kanonenschüssen umgehen, wir umgehen können. Weil auf der Brücke werden wir, glaube ich, sowieso von 1-2 getroffen werden. Aber das sind keine, die halt Insta-Death geben. Das sind halt wieder die, die wir vorhin schon erlebt haben, die einfach warte, bis die Mursatz weg sind. Okay. Die Mursatz kommt für uns. Okay, ja, dann ziehen wir die halt schön in diese Kanonenschüsse rein. Los. Naja, gut. Werden sie halt getötet von Geistern und Helden, die wir ja hier mitgebracht haben und laufen jetzt einfach. Sollen jetzt durchrennen. Ogo, ogo, ogo. Haha, ich wurde nicht getroffen. Ihr Lappen. Du bist ein Held. Ich weiß, danke. Ja. Let's Plays mit Niveau. Ich dachte, es wäre ein Blackie. Oh nein, Doljagmeister. Und davor eine Starda Golden Chief. Ach nee, ich hätte ihm eine Elite abluchsen können, oder? Ja, Schutzzeichen. Schutzzeichen. Ach nee, jetzt kann man den nicht umbringen, gell? Hm. Eine nervige Elite. Wie lange hält denn das? Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Jetzt stirbt er. Haha, ich hab dich umgebracht. Ja klar, ich habe extra noch gewartet. Aua! 3, 2, 1. Ah, da sind die bösen Steingipfelzwerge, die unsere freundlichen Freundeszwerge angreifen. Wir müssen sie retten. Boah, voll abrasiert. Jetzt sind sie schon tot. Oh nein, das haben die bestimmt absichtlich so getimt, dass man es nicht schafft. Und manchmal kann man es schaffen. Echt? Hm? Oh, 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 oh. Ihr könnt mich nicht besiegen. Der Monk Tank. Können wir nicht? Nein, die können sich mich nicht besiegen. Warum das ist halt, ja, ich denn so weit vor, sag mal. Muhar. Du solltest echt langsam mal lernen, Mönch Backline. Nö, da hab ich doch gerade Krieger, extra Krieger und Derwisch reingepackt, dass die uns da. Frontline Monk, so schaut's aus, neue Skillung. Aufs Schiff hinauf. Muha. Ja, Leute, das war die Mission. Irgendwas mit Eis. Eishöhlen da betrieben. Dankeschön. Irgendwas mit Eis ist bestimmt richtiger, wie das, was du gesagt hast. Jetzt such ich mal die Maus aus dem Bildschirm raus, damit ihr auch was seht. Boah, die Grafik ist überwältigend. Ein schönes Spiel, was? 8 Jahre alt. Wenn es die alten Götter noch gibt, hört mir zu. Saidras Leben war zu kurz. Sie sollte nicht tot sein. Sie hat sich geopfert, damit wir weiterleben können. Ihr wie emotionslos Götter, sie es vorliest. Ihr euch von Tyria abgewendet habt. Ich warne euch. Wenn ich selbst in den Nebeln ankomme, will ich sehen, dass ihr sie gut behandelt habt. Sonst werdet ihr alle büßen. Balthasar sei mein Zeuge. Bis zum bitteren Ende.
Aha. Jetzt zahlen wir es den Morsat heim. Für jeden unserer Blutstropfen, den sie vergossen haben, nehmen wir zwei. Ja, das war's von dieser Mission. Und diesen unglaublich emotional vollen Augenblick. Ja, Leute, das war's von dieser Mission. Wir sehen uns bei der nächsten. Bis dahin und ciao, ciao. Euer Blacky.